sie immer wieder sind, nur wie man bei der Familie ausgeht, jetzt mal als Kompromiss wirklich den Video sind. Richter ist im Moment. Für Sepp Anlass genug, dass er gesagt hat, da wurde es musikalisch was her. Und er hat ein Geld geschaffen, und Sie, meine Damen und Herren, liebe Gäste, sind heute sozusagen Zuhörer einer Uraufführung, und das war die Marsch Kameraden Erwin. Ich habe jetzt die Ehre, den Komponisten persönlich zu begrüßen, die das hier
Ich habe mich recht herzlich bei dir bedankt. Das war wirklich eine super Sache. Ich hoffe, und das ist meine Zufriedenheit, ich glaube, dass jeder da unten gekommen ist und so später noch, wenn es sein sollte, vielleicht mal über die Mikroerkennung bin. Der will von dort heute gehen. Und ist vorbei der Frühling, vorbei die Erdenzeit, dann geben kann man Atem zum Abschied das Geleit. Also diese Textzeile, ihr Wohnung braucht, auch den Text in dieser Form zu gestalten, das ist nicht so einfach, das muss unter den Haut gehen, das muss unter den Nägeln brennen. Und eine Kapelle sollte man nicht nur heute bewerten, wenn sie ihr Jahreskonzert haben, sondern vor allen Dingen auch, wenn sie unter dem Jahr ihre Hausaufgaben erfüllen. Und wir haben richtig das Glück hier in Bad Hofgastein, eine Kapelle zu haben, die weiß, was in der Kirche, um die Kirche und auf dem Friedhof zu tun ist. Und es ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, das mit dieser Form zu machen. Und was ich gesagt habe, darf ich gratulieren. Zum das war bei Berlin. Es ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, dass man immer in entsprechender Mannstärke bei jedem Wetter, ich habe das selber jahrzehntelang erlebt, wie schlimm es ist, im Winter bis zu 20 Grad minus, im Sommer bei der Hitze, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es schneit, und dann immer am Tag stehen und das in bester Weise zu machen. Also in diesem Sinne kann ich sagen, Mantra, Frauen, Fräulein und so weiter, der Zweite soll in diesem Sinne, wir brauchen ihn. Und die Kameradschaftskapelle hat ein wunderschönes Vokal erhalten. Und ich glaube, da habe ich eine Stimme mit Text, wenn es nicht mehr kennt, da stand da oben. Also für die in 20 Jahren, in 30 Jahren, aber ich glaube, das geht so in Fleisch und Blut über. Und ich habe das gleich drauf. Und ich hoffe, den Marsch dürfte das hören zu dürfen. Ich möchte mich auch bedanken, ihr seid eine der wenigen, die was auch immer wieder Werke von mir auf dem Spielblatt. Und das ist für einen Komponisten wahnsinnig wichtig. Denn ein Komponist, der nicht gespürt wird, ist ein guter Komponist und nun lebe ich. Ein Dankeschön und wir haben natürlich auch die Partitur, wenn wir so heute zur Uraufführung am 8. Mai 2013 in Jahren hatten.